Die Sonne. Ein riesiger, unerschöpflicher Energielieferant, der uns jährlich ca. 1000 Kilowattstunden je Quadratmeter auf die Erde schickt. 1000 Kilowattstunden entsprechen ca. 100 Liter Heizöl. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese Energie nutzen könnten? Die Solarenergie ist neben der Windkraftenergie und der Wasserkraft eine der saubersten Energieformen, mit der Strom erzeugt und beispielsweise in Licht umgesetzt werden kann. Sie wird mit Hilfe von Solarzellen produziert, die die Strahlungsenergie in elektrische Energie umformen. Solarzellen sind meist aus Silizium gefertigt, einem Material, das weder vollständig leitend noch vollständig isolierend ist und somit in die Gruppe der Halbleiter eingeordnet werden kann. Im Periodensystem findet sich Silizium direkt neben Aluminium und Phosphor wieder und ist Teil der 14. Gruppe. Damit besitzt ein Siliziumatom 2 Elektronen auf der ersten Bahn, 8 auf der zweiten Bahn, aber nur 4 auf der letzten dritten Bahn. Die Elektronen auf der letzten Bahn, die auch Valenzelektronen genannt werden, sind von großer Bedeutung. Denn alle Siliziumatome besitzen jeweils nur diese 4 Valenzelektronen. Alle Siliziumatome sind jedoch bestrebt, 8 Elektronen auf der letzten Bahn zu vereinnahmen und gehen daher mit den Nachbaratomen Bindungen ein, um so 8 Valenzelektronen zu besitzen und einen stabilen Zustand zu erreichen. Um diesen stabilen Zustand zu stören, werden gezielt Fremdatome eingesetzt. Im Falle von Bohr entstehen so Löcher, weil Bohr 3 Valenzelektronen besitzt. Werden 5-wertige Phosphoratome eingesetzt, entstehen zusätzliche Elektronen. Und somit beginnt die eigentliche Magie. Eine Solarzelle besteht aus zwei aneinander liegenden Siliziumschichten. Eine Siliziumschicht ist n-dotiert, die andere ist p-dotiert. Um einen Stromfluss gewährleisten zu können, sind oberhalb metallische Kontaktfinger aufgebracht. Unterhalb besitzt die Solarzelle ebenso einen metallischen Kontakt, damit später ein Stromfluss möglich ist. Ein Glas zum Schutz der empfindlichen Siliziumschicht ist außerdem oberhalb aufgebracht. Schauen wir uns nun etwas genauer den Bereich zwischen den beiden Schichten an. Die obere Schicht hat überschüssige Elektronen, die untere Schicht besitzt überschüssige Löcher. Die Elektronen, die negativ geladen sind, finden nun die Löcher, die positiv geladen sind, in der anderen Schicht und verbinden sich mit diesen. An dieser Stelle baut sich ein elektrisches Feld auf, das verhindert, dass Elektronen und Löcher in die andere Schicht wechseln können. Werden die beiden Schichten nun der Sonnenstrahlung ausgesetzt, produzieren Photonen, also kleine Lichtteilchen, zusätzliche Elektronenlochpaare in beiden Schichten. Wenn dies in der Nähe des elektrischen Feldes geschieht, werden die Elektronen in die n-dotierte Schicht, die Löcher in die p-dotierte Schicht gedrückt. Dies ruft ein Ungleichgewicht hervor, da jetzt mehr Elektronen als Löcher im n-dotierten Bereich vorliegen. Diese Löcher befinden sich im p-dotierten Bereich. Die Elektronen und die Löcher wollen sich verbinden, das elektrische Feld jedoch verhindert genau dies. Verbindet man jedoch beide Schichten mit Hilfe eines metallischen Leiters, zum Beispiel mit Hilfe eines Kabels, dann können die Elektronen zu den Löchern fließen. Dieser Elektronenfluss kann dann als Strom, zum Beispiel eine Lampe, zum Leuchten bringen. Solarzellen können auch auf ihrem Dach installiert werden. Sobald Sonnenstrahlung auf die Solarzellen trifft, liefern diese einen Gleichstrom, der durch einen Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Über den dahinter geschalteten Einspeisezähler kann der Strom dann in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden und wird vom Energieversorger vergütet. Es gibt aber auch noch viele andere Möglichkeiten, wie Sie Solarenergie nutzen können und so bis zu 80% der zurzeit anfallenden Energiekosten sparen, und das sehr umweltschonend.